Das Halstuch oder was? Achtung! Kommt noch einer. Ja. Gut, ich denke, ich krieg's aber irgendwann, krieg ich's mal hin. Okay, irgendwann dürfte ich es mal hinkriegen. Es war bei mir immer so, ich muss das ein paar Mal irgendwie spielen und dann checke ich das erst, was sie überhaupt wollen. Ja, ich habe es selber gerade, als ich es mal angeguckt habe, eigentlich leicht beschissen erklärt. Ich jetzt einfach erklären. Ja, macht nichts. Nee, macht nichts, macht nichts. Ist ja ganz okay, aber bei mir dauert es immer einen Moment, bis ich das überhaupt dann checke. So, suche am Nahgeländefluss nach Keisha. Ist das jetzt hier eine Quest von euch, die ihr noch machen müsst? Nee, nein, komm das mal, ist deine Quest. Kommt mal hierher. Was ist das hier? Hier ist ein Tagebuch des Aufsehers. Oh. Ja, ich komme, nachdem ich hier... Tagebuch des Aufsehers. Dann gehen wir zu... Ich muss hier aber nochmal durch. Genau, daher. Da, okay, alles klar. So, Tagebuch... Ach, hier ist das Holoband hier drin. Okay. Ja. Abgeschlossen, 1 von 1. Hier ist noch eine Medikiste, hier hinter. Ja, ich muss sowieso jetzt überall nochmal durch. Ja, und wir müssen noch das Terminal suchen wegen dem... Ja, Event. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Ja, ein Terminal müssen wir ansprechen, damit wir die Parameter da ändern. Aber das muss zum Glück nur einer machen, dann gilt das für alle. Okay. Es ist wahrscheinlich Ope. So, hier ist auch alles leer. Ja. Hier. Nein, stimmt. Dieser blöde Laptop vor unten. Oh, wie kam ich denn nach unten? Irgendwo war doch hier ein Loch im Boden. Irgendwo war da ein Loch im Boden. Ich wollte so runterfallen. Ja, ich muss ja dann dahin, ja. So, ich will nur hier oben noch looten, bevor ich dann da runtergehe, dass ich mitnehme, was man mitnehmen kann. So, hier waren wir drin. Von hier vorne sind wir gekommen. Ja? Ah gut, der eine hat's. Nee, das ist abgeschlossen jetzt. Ja. Jetzt kriegen wir alle Items. Jetzt bekommst du gleich Belohnung. Jetzt sehe ich irgendwas. Robustleder. Okay, so, und wo habt ihr das jetzt alles gemacht? Ah, ich habe eine Lederrüstung des Fanatikers bekommen. Oh, jetzt bin ich Stufe 5. Jetzt geht's los. Ich habe sogar noch eine geilere. Ich habe eine, die mir die regeneriert automatisch meine Gesundheit. Ich habe keine Ahnung, was ihr da alles erzählt. Ich habe echt keine Ahnung. Robby, bist du schon wieder unten? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch auf demselben Stockwerk wie eben. Nee, du scheinst unten zu sein, wie Onyx. Ja, bestimmt Wasser, ne? Nein, das war ein Waschbecken. So, okay. So, Moment, ich muss das mal gucken. Hier ging es noch hoch, hier ging es noch runter. Hier haben wir wohl nichts mehr. Also hier hat es noch jene Schränke hier oben, im Obergeschoss. Was? Ja. Ja, mach das. Ich renne hier erstmal rum, loot, was ich kriegen kann. Und dann gehe ich alle Stockwerke erstmal durch. Hier gibt es bestimmt eine coole Sache. Ja, das er sitzt hier im Wartezimmer. Die Schrottler. George, nimm Platz. So. Du kannst ja mal das hier alles. Ein Magazin lesen oder so. Hast du Pokerkarte dabei? Können wir ein bisschen pokern? Junge, das gibt's doch nicht. Muss ich das wirklich alles looten? Das ist doch für den Arsch. Du musst nicht, du kannst, du musst doch, nicht. Doch, das ist eine Sucht, das ist einfach eine Sucht, ich kann nicht aufhören. Es ist schon. Wer Moment, ich bin ein Stockwerk höher. Da kommen wir wieder raus hier oben oder was bei Apakalak oder was das hier heißt. Okay, gut, da bin ich hier falsch. Da geht's raus. Also, ihr sagt jetzt. Das unten? Heißt Apalachi. Apalachi. Nee, er meint die Schwester von Winnetou.
So, okay. Markus, du hast irgendwas gesagt, wo soll ich hinkommen? Moment, ich stehe gleich bei dir. Hier ist irgendwo noch ein Safe an der Wand. Und in all den Schränken hat es überall was drin. So, ich gucke jetzt, wo du bist. Also du bist jetzt irgendwo hier oben. Waren wir schon im Keller? Nein, wir waren da war, nicht. Achso, da können wir noch hin. Also, so, jetzt bist wer abgedüst. Hat... Ja, ich stehe vor dir. Ja, ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Bist du hier also, oben? Ich bin hier oben, glaub, durch. Okay, dann gehen wir mal runter oder dann raus halt. Ja, runter. Keller. Ja, hier das Treppenhaus in die andere Richtung ist ein Treppenhaus, was ganz runter führt. In der andere Richtung? Moment, ich kontrolliere. Achso, jetzt, ja, ich bin auch über euch. Ja, ich bin runtergejumpt. Ja, wenn du hier gleich auf mich zugehst, warte, ich sag dir kurz Bescheid. Wenn du jetzt auf mich. Wenn du mich jetzt auf mich. Ja, ich seh dich. Gib auch nochmal, da ist schon geplündert. Ich komme. Ja, ich bin überladen. Mal wieder. Also was Neues. Ah, okay, warte da, Onyx, ich muss hier gerade verwerten und dann geht's weiter. Was, da ist eine Werkbank? Okay, muss ich auch hin. Ach hier, okay, ja, hier. Alles klar. So, hier, also so eine Chemiestation. Ja, ich kann mich wieder bewegen. Die Holzrüstung. Mhm. So, okay. Den Zöp hätte ich mal besser so einen Kopf montiert. Nee, Quatsch. So, wollen wir runter? Gehen wir runter. Mal nachhören. Du bist... Tatsächlich ist einfach da runtergeklumpst. Hä? Okay. Was siehst du mal? Oh, guck mal, hier Kiste. Nee, hier ist auch nichts in der Kiste. Aber hier ein Molotow-Cocktail hier hinten. Was? Oh, Nobby? Kuchenform. Ich kann Kuchen kochen. Ja, ich kann hier Kuchen kochen. Hier hat noch eine Kiste drin. Kiste, jawohl. Splittergranaten, glaube ich, hatte ich bekommen. Ich habe einen Molotow-Cocktail. Okay, in dem habe ich den Kopf gerade weggenommen. So. Ist klar. So, was hier da drüben? Ach, guck mal, hier ist es. Geräte. Schrank. War nix. War leer. Wie die Schrottler hier. Wie so Altmetall-Schrottler. Die Ludolf. Genau, ich wollte gerade sagen. Wer ist der Money von uns? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist eine große Kiste, Leute. Ja, große rote Kiste. Ja, toll, ich habe ein Holzbein. Cool. Ich habe einen Lederrüstungsbein. Brustteil. War der deswegen schon mal beim Arzt? Ja. Ja, ein Holzbein, sagt er. Okay. So. Alles klar, ja, dann denke ich, haben wir hier unten soweit alles, oder? Hier geht's nicht weiter, okay. Hier steht was. Hier steht okay. Hier steht okay. Ist das wichtig? Okay. Oh, gucke. Okay, gut, dann sind wir ja eigentlich. Da muss jetzt Terminal. Moment mal, muss ich hier was machen? Ich glaube, Hacker, oder? Aufzeichnungen. Ich habe auch so komische Musik. So Trauermusik. Ja, gleich kommt irgendwas irgendwo rausgesprungen. Hier hat's heißt, wir brauchen bestimmten Holoband oder sowas. Für den nee, Klappen, hier hat's ein Terminal. Voltec Anlagen Einweisung. Ja, hier, Mister der Onyx, Farmhands. Der hängt da rum. Nee, das bin ich. Achtung, wenn der Onyx so rumspielt, explodiert meistens immer was. Aber es ist nichts passiert, oder? Nee.
Okay. Hat's kaputt Ja, gemacht. wir brauchen ein anderes Terminal, weil das Terminal öffnet nicht das Düngerlager. Ja, hat's kaputt gemacht, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ist das überhaupt eine Quest? Nö. Benutzen. So. Vault-Tec, was? Okay, mach mal hin. Komm her. Ich will da auch rumbasteln. Vielleicht explodiert es ja bei mir. Ach oh. Notiz lesen. Der Mac, wir brauchen dich. Die Verbrannten werden Truppen? Nee, Truppen. Okay, ich glaube, das dauert ewig, bis ich den Krempel gelesen habe. So, suche nach gelegenen Fluss nach Keisha. Ja, ich denke, hier drin sind wir soweit mal fertig. Genau. Ja, also gut. Könntest du mal rausgehen, da kannst du die Keisha suchen. Genau. Am Fluss runter. So machen wir das. Das machen wir jetzt. So, die Keisha. So, sind wir von hier auch reingegangen? Nein, das ist jetzt vorne praktisch. Okay. Wer von euch eine Wackelpuppe findet, man sollte die nicht unbedingt direkt nehmen. Nur so zeitlich begrenzt, die sind nicht zum Sammeln und dann kannst du sie auf das Gestell stellen wie in Fallout 4. Die sind dann nur so auf eine bestimmte Zeit, hast du dann irgendeine Verbesserung. Und. Ach so. Und die. Kiste. Ja, im Endeffekt sind das Verbrauchobjekte halt, ne? Ach so, ich. Ah, alles klar, okay. Die Ach, guck mal hier. Ist... genauso. Dann versteckt die vielleicht kleine Handfeuerwaffen. Okay. Suche. Nach. Ist das hier jetzt? Warte mal, dazu muss ich auf die Karte. Genau, das ist ja. Mit dem richtigen Knopf. Scheiße, es geht aber schnell. Ich würde rennen. Oh nein! Was? Hey, was ist hier los? Ich hab ne kritische Verletzung. Da musst du aber weit weg. Hä? Bin ich so nah? Ich war doch gerade in der Karte. Oh. Die macht Explosionen. Ja. Die macht alles wieder kaputt. Trinken. Soll ich das jetzt sammeln? Suchen nach. Blablabla. Ach hier! Da, die da! Genau, Wasser, Testik. Okay. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Genau. Nehmen Wasserticket? Ja, der nimmt das nicht. Hier den Rest. Warum? Aha. Wasser. Die hat noch eins drin, das nimmt sie nicht. Ja, ist egal, aber es reicht. Nee, da steht gerade bei mir, stand das auch, nur der Eigentümer dieser Quest kann das aufsammeln. Aber jedenfalls musst du jetzt einmal hier am Wasser, am Fluss Wasser sammeln. Sammeln? Abgeschlossen. Genau, und jetzt noch eine von der Wasserpumpe. Ja, Wasserpumpe noch. Wasserprobe, Wasserpumpe, genau, Wasserpumpe. Die Autos explodieren, die haben Scheiße gemacht. Nee, das waren nicht wir. Nein. Nee, es reicht, wenn du mit der Machete eins auf die Motorhaube haust. Schau mal dieses Brahmin an. Hängt bei euch hier auch so ein Brahmin komisch hier? Dieses tote liegende Brahmin, oder was? Bei mir hängt das in der Luft. Ja, bei mir auch irgendwie hier so halb. Also der Arsch von Brahmin hängt irgendwie in dem Brett drin. Halb wir es. Nee, die Autos sind auch schon alle Schrott. Nee, nur die Autos, die noch nicht so verschrottet aussehen.
Probier's mal bei dem weißen, blau, hellblaue hier auf der Straße. Neben dem. Die Wasserpumpe. Gebäude. Das muss doch hier oben irgendwo sein. Ja. Hm. Ja, Tattoos. Ja, Tattoos. Tattoos. Ist da oben noch eine Kiste? Ist da was? Ist da was drin? Ach, hier ist noch mal eine Kuh. Hau mal hier eins bei dem da vorne, ja? Aber solltest gleich wegrennen, hä? Warum? Greifen die an? Nee. Nee, die Autos nicht, aber bei mir ist. Ach ja, hier beim. Jetzt Zelt, weg, 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 weg. Ah, geil. Das sieht schon geil aus. Ja, ich komm da gleich hin. Ich geh grad hier an diese Pumpe. Wilder. Nein, nicht wirklich, aber. Ich glaube, ich muss noch was essen. Wir haben doch Tattoos. Brauch erstmal. Wir haben doch Tattoos gefunden. Komm, verscheiß dich, du blöder Arsch. Ein 16er. Der Gümliratz. Idiot. Wenn du möchtest PvP machen mit dem, kann, dann musst du es selber wissen. Nach dem Onyx hat er gleich mich anvisiert. Aber jetzt hakelt es bei mir ein bisschen, das Bild. Hä, was läuft dann hier alles? Nein, das ist die Lagerkiste. Ich bin gerade am gucken, was hier so alles gerade läuft. Ich versuche einen Typen mit dem Auto zu erwischen. Aber leider war er schon weg. Ich hab eine Machete, ich könnte ihn rasieren. Wo ist der Norbi? Aha. Ja. Das ein. Sobald du einmal draufschlägst, siehst du oben den Balken, wie viel Leben das Ding hat. Au. Also, sobald er ungefähr auf der Hälfte ist, fängt er an, langsam runterzugehen. So, jetzt würde ich mich verpissen, und zwar ganz schnell. Also kannst du halt jemanden umbringen, ohne dass du PvP anmachst, praktisch. Mhm. Gab's hier Holz auch? Ja, hier ist bei mir, hier ist ein Zelt. Ach, ja, in dem Zelt. Ja, okay. Den hab ich schon getötet. Oh. So. Ich habe keine Ahnung, wo geht so Radio aus? Norbi, du musst wieder in das Labor zurück und das Wasser analysieren. Das kommt mir wieder automatisch wieder Quest, dann schickt ihn wieder in die Kirche. Ja, ja, analysiere die Ereignisse des Wassertestkits. Genau, im Cache. Da, wo du als erstes in der Kirche da drin am Terminal rumgespielt hast. So, hier gab es keine Lagerkiste für uns, gell? Doch. Nein. Oder? Aber wo? Nicht hier, da drüben. Ach nee, Quatsch, unten bei der Kirche dann bitte. Da haben wir doch was. Okay, dann muss ich das mal ein ganzes Krempel. Ich habe so viel Krempel eingesammelt. Responder Dossa hat mir für meine überlebenden Geschichte ein paar Vorräte gegeben, also. Hallo, ich heiße Scott Shepard und mir geht es ganz gut. Tattoos. Vor dem Krieg war ich Krankenpfleger und daran hat sich nichts geändert. Nur, dass ich jetzt für das die Responder Testlabor arbeite und zwar. Wer weiß, dass alles rauswächst. So. Der Kollege hier, Komm mal her. So. Nicht vertrauenswürdig. Das weiß jeder. Wollt ihr die wahre Ursache für den Krieg wissen? Aliens?
glaubt, ich mache Witze? Passt auf. Hast du das gemacht, Jo? Kurz bevor alles zur Hölle fuhr. Na bitte, so, erschieße. Da habe ich sie gesehen. Ich war mit meinem Hund im Garten und grillte Hamburger, als ich ein Rascheln im Gebüsch hörte. Und so eine Art... Machst du das Holz als Brennstoff, um das schmutzige Wasser abzubauen? Optional, dieser Sammle schmutziges Wasser. Ach so, das. Ah, ja, 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 okay. So, und du Roboter, du. Okay. Die mein Hund hinterherjagte. Aha, du warst das. Etwas faul war. Später kam ein Hund mit einem grünen Hautfetzen im Maul zurück. Grün. So, Transfer. Wie Moos oder so. Beinahe 10 Tage später fiel. Alles nehmen? Was? Oh, hier ist gar nichts drin. Und nee, das ist um genau eine sagen, öffentliche Kiste, ja nicht als. Ach so. Wo ist die? Die andere Kiste? Onyx, hast du schon verdorbenes Gemüse oder sowas gesammelt? Das kannst du hier verwerten. Ich weiß, ich benutze es ja immer. Aber ich habe das aktuelle alles in die Kiste reingeschmissen. Ja, ich eben auch. Ah, guck mal hier. Hier war keine Kiste. Irgendwo bei einer. Ihr hattet irgendwo eine Tankstelle, ne? Von uns genommen haben. Sie wussten, wer von uns überleben würde. Das ist alles. Okay, warte, ich mach noch schnell das Wasser kochen. Was du meinst, dein Lager? Lobby? Ja, genau. Nee, ich muss erstmal Wasser sammeln. Ich habe ja eben gerade alles verkocht. Gab's hier nicht? Vermutlich. Wir müssen die Verschwörer finden. Gibt's hier das? Ist das neblig hier? So. Also hier auch, wo die Kiste ist, ist auch gleich ein paar Brunnen, die Brunnen daneben. Also wo die Kiste... Ah, ich komm hoch. Ich komm schon. Boah, ist das neblig, ey. Wir hatten hier schon wieder die Schrümpfe ausgezogen, ne? Bäh. Da kannst du Munition herstellen. Und dann wirst du keinen haben mehr. Den hast du wahrscheinlich gerade abgelegt haben. Ah, hier. Hier ist doch sowas, ne? Ja, da ist er noch. Juhu, Transfer. So, lass mal alles lagern. So, jetzt muss ich gucken. Was habe ich denn hier? Brauche ich nicht. Waffen. Also, ich doppelte. Die geht erst ab was? Ah, Stufe 5? Okay. Kann ich... Splitter brauche ich nicht. Lagern. Jagdgewehr, das könnte man reparieren mit dem. Ne, das muss ich zerlegen, um zu reparieren. Hm. Holz, Brustplatte. Die ist besser wie meine Leder, eine Holzbrustplatte. Okay. Wahrscheinlich ist es das gleiche Spiel wie bei. Ich habe da nie wirklich drauf geachtet, aber wahrscheinlich das gleiche Spiel wie bei Fallout, dass man wegen die Leder. Ist besser gegen Energiewaffen. Die Metallrüstung, ja, genau, ich sehe gerade was. Metall wehrt mehr Elektrizität ab und die Brust weniger Elektrizität. Was haben wir hier? Leichtbau. Okay, die kann ich noch nicht anziehen. Robuste. Aha. Linker Arm. Linker Arm. So. Kuchen. Also wie in Fallout 4. Ja, aber da hast du die Waffen nicht für ein besonders nächstes Level. Heilt Krankheiten. Leute, hier hat's Handy-Treibstoff Behälter. Karotten. Maulwurfshappen. Fleisch. Melonensaft, Gesundheitsregeneration, ja. Mentats, das kann man doch bestimmt alles verkaufen. Die brauchst du für dein Lasergewehr, ja. Aber das mit den mit den Sachen verkaufen, würde ich erst mal warten, bis du Meisterhändler hoch hast. Ja, ich habe noch nichts mehr Geld. Du kriegst sonst für so gut wie allen Kram immer nur einen Kronkorken. Das Traurige ist, es gibt eine, wie heißt das, eine Trophäe für 100.000 Kronkorken.
bei Steam Pack. Steam Pack verdünnt. Ich wüsste was, aber das sage ich jetzt halt. Erkundungs... Ja, aber den Raketenwerfer kannst du erst auf 30 oder 40 benutzen. Und der Granatwerfer auf 30. Nee, nicht machen. Nee, eben, das habe ich vorher erklärt. Große Menge bringt nichts. Nur wenn du Blei hast, viel Blei, dann mach Großmenge draus, dann ist das Gewicht halbiert. Alle anderen Komponente bringt's nix. Okay, gut, ja, so. Ja. Wasser muss ich finden. Sammle schmutziges Wasser, optional sammle Holz. Okay. Wait. Ja, die habe ich bisher auch nicht gefunden. Ich würde die gerne haben. Ja, aber das wirst du wahrscheinlich auch erst irgendwie später mal finden. So, Holz sammeln, das muss eventuell ja dann irgendwo auch levelabhängig in einem Lager sein, ne? Ja, oder einfach irgendwo an einem Baumstamm. Diese Markierung ist nur, dass du das da auch sammeln kannst, aber im Endeffekt kannst du es überall sammeln, wo du sammeln könntest. Ah, okay, gut, dann gehen wir mal hier zu. So, einmal, was soll? So, abgeschlossen. Jetzt brauchen wir noch Holz. Wäre... Könnte ich einen Baum, an einem Baum rumhacken oder so? Nee. Holzbaum, hier oben. Alter, ich komme. Brauchst du nur ein Holz? Ja, ist für die Quest halt, soll ja. Ich. Ach, ja. Hier die umgekippten, da ja, kann man. Die, ah, okay. Die umgekippten oder diese Holzscheithaufen da, diese. Ja, okay. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt muss ich. Jetzt muss ich Wasser kochen. Genau. Das war. Ah, da unten irgendwo. Bei der Kirche, da gab es so ein Lager. Genau. Gegenüber von der Kirche gibt es diese Öfen. Kochstellen. So, wo haben wir? Oh. Ja, hier rum? Ah, hier, da. Ja, da bist du, okay. So. Okay, Wasser kochen. Herstellen. Wasser. So. Hier hat's noch einen. Da beim Norbi. Heilmittel. Kann man Red Away selber herstellen? Wenn ich hab, das wahrscheinlich so schon. Ich habe noch nichts gesehen. Hi, Kali. Von wegen bei Heilung herstellen, da steht jetzt noch nichts von Red Away. Und ich hätte schon längst eins gemacht. Okay, weil ich sollte doch. Na gut, kann man noch ein bisschen warten. Ja, aber es gibt, wie heißt das? Ersatzmittel, die du selber herstellen kannst. Melde dich beim Selbstbedienungs... Was willst du von mir? Guten Abend, Caligula. Grüß dich. Der ist Selbstbedienungsterminal. Hier. Ah, okay. Und jetzt machen wir... So. Okay. Freiwilligenstatus prüfen. So. Abgeschlossen. Sie müssen ein weiteres Experiment für die Rest
Abschließend, um ein voll ausgebildeter freiwilliger Responder zu werden. Bla bla. Aha, so kann man. Okay. Okay. So, ups. Soll ich irgendeinen Winter soll ich jetzt suchen? Ja, das ist hier in der Richtung, der ich gerade gehe, das Haus. Das ist irgendwo in einem Haus drinnen liegt er. Ja, ach, hier guck hinten. Mal, ich glaube. Ja, ich sehe es. Laut Quest. Ja, ja, alles klar, alles klar. Guck mal, da kann ich hier nur, ne? Hier, was Bescheid? Cool. Gut, den hat er mir vorhin schon gefunden. Wo ist er? Ja, genau. Hier, der komische. Ah ja, ich glaube, da habe ich den das Blöde. Den vorhin schon gelootet. Überlebensgeschichte und Ich soll nach Trainingsanweisungen suchen? Ja, Bildschirm hier, das Terminal gegeben. Ach, das ist der Monitor hier. Oh, tatsächlich. Hirn, freiwilligen Training. Von der Wand hat es noch Hirnpilz, Norbi. Ja, ja, ich glaube, der hat es heute schon rausgekrallt. Okay. ja, ja, Hirnpilz. Hat sich jetzt das Spiel bei mir aufgehängt oder was aber macht er hier? Ja, mir ist auch gefriest, also bei mir geht gar nichts mehr. Ja, und der Schweizer meldet auch eingefroren. Das war der Gehirnpilz. Hat's bei euch vorher auch schon ein bisschen gehakelt? Ja, ja. Das hat dann, ein bisschen geleckt, ja. Also nur so leicht. Ja, wir haben Surfer geschrottet. Die sind jetzt runtergefahren, die müssen jetzt noch hochgefahren werden. Sind wir noch in der Beta? Ist schon die Zeit vorbei? Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt ausmache? Wo würde ich wiedergeboren? Hey. Da, wo du eigentlich letztes warst. Ist ja arschcool. Ah. Wisst ihr, was ich jetzt sehe? Verbindung zum Surfer getrennt und ich stehe nackt da. Aha. Im Team spielen. Welches Schwein von euch hat mich ausgezogen?